Ja, ich bin Michaela. Ich bin 46 Jahre alt und ich komme aus einer Huntington-Familie aus Nordhessen. Mein Vater war an der Huntington-Krankheit erkrankt. Jetzt von seinem Vater, also meinem Opa. Und das waren neben meinem Vater auch sein Bruder, sprich mein Onkel. Und auch dessen Sohn, mein Cousin, waren ebenfalls an Huntington erkrankt. Und ja, also begleitet mich schon viele Jahrzehnte. Sprich, bei meinem Vater fing das an, als ich Teenager war. Und das ist jetzt wieder 3 Jahrzehnte schon, dass mich diese Krankheit begleitet und auch einen starken Einfluss auf mein Leben hat. Es war so, dass ja, als mein Vater erst Symptome hatte, war es bis dahin in unserer Familie gar nicht bewusst bekannt, dass es diese Krankheit gibt. Also mein Opa ist gestorben, da war ich 3 Jahre alt. Ich habe meinen Opa persönlich nie getroffen, ich habe auch gar keine Erinnerung an ihn. Ich habe nur gehört, er sei in einem Motorradunfall gestorben. Vermutlich hatte er auch einen Unfall, vielleicht aufgrund der Erkrankung. Er war in einer Pflegeeinrichtung und das war nie groß ein Thema, was mit ihm ist, wie es ihm ging. Also dieser Motorradunfall schon immer im Vordergrund. Von daher war mir nie bewusst, dass es da eine Krankheit in der Familie gibt, die auch mich betreffen könnte. Von daher war es dann wirklich so in meinen Teenagerjahren, als mein Vater erste Symptome zeigte und auch mein Onkel, der im gleichen kleinen Ort wohnte, ebenfalls erkrankte. Da wurde das so nach und nach wurde es präsent, da ist eine Erkrankung, die trifft mehrere in der Familie. Und ich habe es mitbekommen als Kind, dass dann meine Eltern häufiger zum Arzt gefahren sind. Das bekommt man ja mit. Man stellt sich schon Fragen, was passiert da gerade? Wieso sind die beim Arzt? Wieso reden sie nicht mit mir, meinem Bruder, der 2 Jahre jünger war als ich? Was passiert hier gerade? Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis dann rauskam, mein Vater hat eine Krankheit. Was gerade der Name dann gefallen ist, erinnere mich gar nicht mehr. Letztendlich habe dann auch dann ich erfahren, als ich 15 Jahre alt war, das war, als mein erster Freund in mein Leben kam, dass ich auch das Risiko habe, an Huntington zu erkranken und auch letztendlich auch weitergeben zu können an mögliche Kinder. Und das war so mein erster Schock, wo dann meine Lebensträume wirklich geplatzt sind, diese Blase. Und ich hatte auch meine Vorstellung mit, keine Ahnung, 21 heiraten mit 23 Kindern und ja, ein glückliches Leben führen. Und all das ist mit auf einen Schlag zerbrochen. Also nicht, dass mein Vater krank war, sondern auch für mich einfach die Ungewissheit plötzlich dann da war. Was heißt so eine Krankheit, die ich ja vorher nie gesehen hatte? Was heißt das für mich, für mein Leben? Mein Vater war dann sehr aggressiv. Der konnte die Krankheit für sich nicht annehmen. Hat dann ja häufiger bei uns zu Hause auch Sachen demoliert und kam auch in psychiatrische Einrichtungen. Das war als Kind eine total schlimme Situation, weil man. Wie kann man das seinen Schulfreunden erklären? 8., 9. Klasse und dein Vater wurde am Wochenende von der Polizei abgeholt. Das kennt keiner. Und da, ja, einfach schlimme Situationen. Oder auch einfach dann zu sagen, wenn ich Freunde mit nach Hause bringe, mein Vater, wenn er in seinem Sessel sitzt die ganze Zeit und ja, auch vielleicht sich anders verhält als andere, nicht mehr so Reaktionen, nicht Emotionen zeigen kann, wie man das anderen klar machen kann. Und das war für mich als Kind oder Teenager, Jugendliche eine sehr belastende Situation, das mitzubekommen. Mein Onkel war gleichzeitig auch erkrankt und das hat auch meinen Cousin schon in sehr jungen Jahren getroffen. Mein Cousin schon an der juvenilen Form der Huntington-Krankheit erkrankt, im Teenageralter. Und das war alles, das war so eng, das war alles in einem kleinen Ort, das war um uns herum. Und das war einfach sehr, sehr schlimme Situation, sehr bedrückende Situation für mich damals. Ja, bei mir war es dann auch so, ich habe dann sehr früh für mich erkannt, dass ich da nicht mehr bleiben will, nicht wohnen, nicht leben will in dieser Enge. Und ich habe mich auch selber beobachtet gefühlt, also mich selber noch nicht so sehr beobachtet, aber einfach auch wahrgenommen, dass einfach mein Umfeld, die Menschen, die wissen, da ist eine Erkrankung, die ist genetisch, das ist eine Familienkrankheit, da wussten irgendwie mehr Leute um mich herum, was mit mir in meiner Familie ist, als ich selber und auch selber wahrnehmen wollte oder konnte. Und ich musste da raus. Und es war für mich dann die Entscheidung, nach dem Abitur wegzugehen aus diesem kleinen Ort und mir woanders eine neue Existenz aufzubauen. Also wirklich einen Freundeskreis neu aufzubauen, Kollegen, Freunde, alles Umfeld aufzubauen, wo keiner diesen Teil von mir kennt. Den habe ich auch wirklich bewusst verschwiegen, aber er war immer da. Also dieses Damoklesschwert ist immer da gewesen. Ja, ich wusste ja von der genetischen Gefährdung, die ich selber hatte. Ich habe aber selber gesagt, lieber das Ungewisse vielleicht, also das Risiko, die Chance, wie ich es lieber nenne, als die Gewissheit, dass ich Genträgerin bin. Damit hätte ich so früh nicht leben können, nicht wollen. Und klar, es hat meine Lebenspläne schon verändert.
diese Gewissheit zu haben oder dieses Wissen einfach zu haben, nicht Gewissheit, aber ein Wissen zu haben. Und dann bin ich auch weggezogen. Meine Partner wussten immer Bescheid. Die kannten meinen Vater, als er noch lebte, aber kannten auch mich, als ich bereit war, mich zu öffnen, zu erklären, wer ich bin, was ich wirklich bin, dieses eine letzte Teil von mir zu erklären, habe ich dann schon den weitergegeben. Aber das war auch, ja, war so ein Stück weit, nicht verlogen ist das falsche Wort, unehrlich. Also ein Teil meiner Freunde wussten es wirklich nicht und haben es auch nicht von mir erfahren, lange, lange nicht erfahren, weil ich es zurückhalten wollte. Die sollten mich anders kennenlernen, nicht so kennen. Ich wollte kein Mitleid, kein Mitgefühl und einfach auch das Thema verdrängen und nicht wahrhaben wollen für mich und mein Leben. Also für mich war es der richtige Weg, für mich war die Belastung zu groß, zu hoch. Die Konfrontation war zu schlimm, die Krankheit zu sehen, bei meinem Vater zu sehen. Der wurde dann von meiner Mutter und meiner Oma zu Hause gepflegt und versorgt. Ist dann immer mehr zum Pflegefall geworden, konnte dann irgendwann nicht mehr laufen, nicht mehr sprechen. Ist sehr stark abgemagert gewesen. Und dann nach Hause zu kommen als junger Mensch, junger Erwachsener, um das zu sehen, den Mensch, den Vater, den man liebte, und dann zu sehen, der ist eine ganz andere Person geworden, die Hülle ist eine andere. Und gleichzeitig zu sehen, so einen Spiegel vorgehalten zu bekommen, das blüht dir auch vielleicht mal. Und das war, ich bin immer weniger hingefahren, konnte es nicht mit ansehen, wollte es auch nicht mit ansehen. Und von daher war die Flucht für mich der richtige Weg. Es war kein leichter Weg, oder meine Mutter, meine Oma allein zu lassen in der Situation, aber ich hätte es nicht anders gekonnt. Genau, also meine Kalkulation war, bei meinem Vater fingen die Symptome Ende 30, Anfang 40 an. Und ich dachte, okay, dann so bis 35 hast du ein gesundes Leben. Die Zeit von 15 bis 35, immer gesund. Da packe ich jetzt alle Energie, alles rein, was ich tun, was ich machen will. Wollte die Welt sehen, hatte ganz große Pläne und habe dann auch gesagt, ich brauche einen guten Job. Das war meine Strategie, einen guten Job, der viel Geld bringt, um mir das auch leisten zu können in der Kürze der Zeit. Und dann einfach dann das Leben danach 35 war ausgeblendet für mich. Das gab es nicht. Dann war das, als das Jahr näher kam, als ich 35 wurde, in dem Jahr davor habe ich mein Leben total auf den Kopf gestellt. Ich habe damals 20 Kilo abgenommen, mich von meinem Partner getrennt, habe einen neuen Job mir zugelegt, habe mir ein neues Auto zugelegt, alles neu gemacht, neue Wohnung, neues alles. Und der Tag rückte näher, ich bin mit der 35, für mich so, jetzt habe ich das neue Leben, kann nicht richtig starten, nicht richtig beginnen, solange die eine letzte Frage in meinem Leben nicht geklärt ist. Und dann habe ich auch gemerkt, diese Veränderung, dieser Wechsel ist jetzt und jetzt will ich vollziehen. Und ich habe auch zum ersten Mal gespürt, dass ich in dem Moment bereit bin, mit dem Wissen weiterleben zu wollen. Weil bis dann war ich der Meinung, ich kann mit dem Wissen nicht weiterleben, ich will nicht weiterleben. Und als ich dann bereit war, damit es wissen zu wollen, habe ich auch ziemlich schnell, oder am gleichen Tag. Ja, das war so, ich habe dann in dem Huntington-Zentrum angerufen, habe mir einen Termin geben lassen und ich habe es gar nicht erst wahrgenommen. Das war dann der Geburtstag meines Vaters. Und ich habe dann meine Mutter gefragt, ob sie auch mitkommen will. Habe mich dann begleitet. Das war auch gut so, weil da bei dem Gespräch ging es viel um Stammbäume, wer hat das schon und wie war das bei wem. Und auch wie war der Verlauf bei meinem Vater. Das waren da viele Fragen, die ich ja aus der Ferne gar nicht beantworten konnte so richtig, weil ich ja da schon die Augen verschlossen hatte, viele lange Zeit, und habe dann dort meine Blut abgegeben, habe dann das Labor beauftragt. Das ist so ein Moment, wo man denkt, jetzt unterschreibt man sein eigenes Todesurteil, und bin dann wieder nach Hause gefahren und auf meinen Vater angestoßen nach dem Tag. Dann hatte diese Wartezeit, waren für mich ja 4 Wochen wirklich up and down, also ganz schlimme Zeit. Ich konnte nicht alleine sein, ich hatte keinen Partner zu der Zeit. Ich war immer mit Freunden unterwegs und war immer nur in Action und konnte das einfach nicht ertragen. Ich habe viele Fragen gehabt. Wie geht es weiter? Was mache ich? Was ist heute? Was ist in einem Jahr? Das war einfach so, wirklich so viele, viele Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Auch so, will ich weiterleben? Wie will ich sterben? All die Fragen kamen hoch und waren sehr, sehr präsent in der Zeit. Was ich gesagt habe, immer vorher schon, ich bestimme den Zeitpunkt, weil ich mein Ergebnis erfahre. Und ich habe es dann auch wirklich so gemacht, ich habe dann im Kalender geguckt, wann habe ich denn Zeit, habe mir ein Datum ausgesucht, weil ich das Testergebnis erfahren will, und habe dann im Huntington-Zentrum noch, bevor ich auf das erste Gespräch gewartet habe, schon den Termin vereinbart für das Ergebnis. Mir so,
ich hätte gerne an dem Tag mein Ergebnis. Dann habe ich gesagt, das geht nicht. Sie hatten ja gar keine Blutabnahmen, das können wir nicht garantieren. Ich dachte, doch, das machen Sie möglich. Und ich hatte meinen Termin, weil ich wusste, ich will einen Freitag haben, und weil ich nach einem Wochenende frei haben wollte, und den Tag hatte ich gerade Zeit. Und den Tag nehme ich. Und das habe ich auch geschaut, wirklich bei Wikipedia. Ich habe den 17. Juli mir auserwählt. Und das ist dann, habe ich gesehen, das ist der Tag, an dem endete der 30-jährige Krieg. Ich habe gedacht, okay, da endet für mich auch was. Ob das jetzt ein Krieg ist oder ein Krieg beginnt, das sehen wir dann später, aber es ist ein Ende, ein Neubeginn. Und von daher war es für mich dieser Tag. Und dann, wie gesagt, war der Tag mit der Blutabnahme, der Unterschrift und dann diese 4 Wochen Wartezeit. Und dann, die waren wirklich schlimm. Als ich dann ein paar Tage vor dem 17. Juli, habe ich dann im Zentrum angerufen, dann gesagt, ist denn mein Umschlag schon da? Nein, der ist noch nicht da. Ja, jetzt rufen Sie mit dem Labor an und fragen, wo denn der Umschlag ist. Und da habe ich dann wirklich nachgehakt, bis dann wirklich der Umschlag dann da war. Und dann war für mich der Moment so, Frieden. Dann war für mich, ich will es jetzt so, es passt so, wie ich es will, passiert so, wie ich es will. Und ich war dann wieder ruhig. Der Tag war für mich sicherlich ein aufregender Tag, aber ich sage so, ich habe jetzt bis dahin die Kontrolle gehabt und der Rest liegt nicht in meinen Händen. Ich habe dann an dem Tag 2 Freunde mit dabei gehabt und ich habe grün getragen. Ich sage, grün ist die Farbe der Hoffnung. Wir hatten 3 Gläser dabei. Wir haben kurz vor Taufkirchen auf dem Parkplatz noch 3 Gläser zerschmissen, weil ich sage, Scherben bringen Glück. Wir hatten auch ein Kehrblech dabei, wir haben auch die Scherben weggeräumt. Also wir haben sie nicht liegen lassen, damit da nichts passiert. Und ab dann bin ich nochmal in Taufkirchen dann in den Raum gegangen, habe dann gesagt, jetzt will ich mein Ergebnis wissen. Eine schockierende Situation zwischendrin war dann noch, als wir den Raum betreten haben, oder die Ambulanz betreten haben, kam die Dame auf mich zu von dem, die Sprechstundenhilfe, kam mir zu schlechten Nachrichten. Ich so, was los? Ich habe gerade den Raum betreten und die sagt mir schlechte Nachrichten. Sag ich, was ist passiert? Und dann sagt sie, ja, die Ärztin vom Erstgespräch ist heute nicht da. Ich so, und? Findet mein Termin statt? Ja, der findet statt. Ich so, okay, dann ist alles wieder gut. Denn wer es mir eröffnet, ist mir im Grunde total egal, aber heute. Und dann bin ich nochmal auf Toilette gegangen, ich habe gebetet, weil ich sage, jetzt liegt es in meinen Händen, es ist in Gottes Händen. Bin dann in den Raum, habe mir das Ergebnis sagen lassen. Und das war so ein Zeitlupen-Moment in meinem Leben, wo ich sage, da lest du mir, erklärt erst, was passiert, wollen Sie den Umschlag wirklich öffnen lassen? Und ich sage, ja, will ich. Und dann öffnen Sie den Umschlag, zieht den Zettel raus, liest vor, mein Name, Geburtstag. Und dann der Satz heißt, die genetische Mutation auf Hunting wurde nicht gefunden. Das hat einen Moment gedauert. Das war so, ich habe auf ja, nein, krank, gesund, hurra, schlechtes Ergebnis gewartet. Und dieser Satz, den ich erst für mich übersetzen, verstehen musste, hat eine Weile gedauert und dann sind natürlich Tränen geflossen, es war alles gut. Und es war wirklich ich habe den Raum nochmal betreten danach, die Gefühle kommen wieder hoch. Und es war wirklich ein schöner Tag. Ich wurde noch gefragt, ob ich eine Frage habe? Und meine einzige Frage war, darf ich eine Kopie bekommen? Und da habe ich dann noch einen Zettel mitgenommen und wir haben noch ein paar Fotos gemacht dann am Bastrachschloss in Taufkirchen. Wir hatten auch einen Plan für den Tag. Ich habe gesagt, an dem Tag, ich gehe eine Banane essen, weil ich esse keine Bananen, habe aber während meiner Testphase erfahren, also während der Wartephase auf das Testergebnis erfahren, Bananen machen glücklich. Und habe ich gesagt, okay, Deal, ich esse an dem Tag eine Banane, dann wird es ein glücklicher Tag. Haben wir auch getan, wir waren auf dem Viktualienmarkt eine Banane essen. Wir waren danach im Hofbräuhaus, haben auf das Ergebnis angestoßen und wurden witzigerweise von dem Glück bedient und waren danach noch in der Kirche zum Beten. Und den Tag werde ich nie vergessen. Mein Bruder war 2 Jahre jünger als ich und wir haben in der Familie nicht groß über die Krankheit gesprochen. Als Geschwister nicht. Das war Anfang der 90er. Ich weiß nur, ich erinnere mich daran, das war, als das Huntington-Gen entdeckt wurde, dass das mal so ein Hype war in unserer Familie, als das Gen entdeckt wurde. Aber das war auch schon alles. Mein Vater war sehr krank, sehr aggressiv. Das war es schon. Und als ich 19 Jahre war, war mein Bruder 17 Jahre alt und hat sich das Leben genommen.
An einem Sonntagmorgen hat sich bei uns zu Hause erschossen. Wir wissen nicht, also wir haben keinen Abschiedsbrief gefunden. Es war immer eine sehr, sehr schwere Zeit. Wir nehmen sehr stark an, dass er sehr viel Angst hatte vor dem Leben mit der Huntington-Krankheit. Er hatte keine Anzeichen, hatte keine Symptome, war 17, also noch minderjährig, hatte keine klinischen Untersuchungen gemacht zu der Zeit. Wir wissen es nicht. Ich werde im Nachgang noch gefragt, ob wir mal untersuchen haben. Ich so, nein, er ist tot. Nein, mein Bruder hat sich das Leben genommen. War ein Riesenschock. Also ich war kurz vorm Abitur zu der Zeit. Ich habe nicht mehr aufs Abitur gelernt. Das war vorbei. Das geht nicht mehr. Mein Bruder hat im Zimmer neben mir gewohnt oder hat sein Zimmer neben mir gehabt, neben meinem gehabt. Ich hab ihn wochenlang noch gehört in seinem Zimmer. Und ja, ich bin auch wirklich, also ich hatte schon damals den Ausbildungsvertrag. Ich wollte weggehen ja von dem kleinen Ort. Bin ich ja auch weggegangen und das war wirklich dann nochmal eine Bestätigung, dass ich da nicht mehr sein konnte, nicht mehr sein wollte. Ja. Also ich kann es ein Stück weit schon nachvollziehen, dass diese große Angst da war, die Unsicherheit da war, dass man sich für den Weg entscheidet, ist wirklich, wirklich ein schwerer als junger Mensch. Und ich sage heute so, er hat sich für den Weg entschieden und den wollte ich nicht. Aber ich wusste auch gleichermaßen, ich hätte es vermutlich auch so gemacht. Damals gab es keine Angebote von der Deutschen Huntington-Hilfe für junge Menschen. Auch Internet war ja damals noch gar nicht so weit verbreitet, das war Anfang der 90er. Ich war einmal mit bei einem Treffen, da waren viele alte Menschen, mit denen konnte ich nichts anfangen. Ich habe Vorträge von Wissenschaftlern gehört, von irgendwelchem Eiweißmüll, habe ich nicht verstanden. Da waren Bilder an der Wand, konnte ich nicht nachvollziehen und es war einfach viel, viel zu viel und es war nicht kindgerecht, nicht mich für junge Menschen aufbereitet. Ich war bei Treffen von jungen Leuten, die gab es dann schon, aber dann war es auch wieder zu viel Konfrontation. Und da habe ich dann auch, das war für mich die Phase, die dann begann mit, ich will nichts wissen, ich ertrage das nicht. Von daher, jetzt, wie gesagt, nach meiner klinischen Untersuchung, hat mein Leben sich ja auch bei Huntington Hilfe, hat mich ja auch viel stärker jetzt engagiert, aktiv dabei, weil ich einfach weiß, was jungen Menschen fehlt und was es auch heute, was es da vor 10 Jahren noch nicht gegeben hat, dass man was für junge Menschen anbieten soll, dass sie abgeholt werden müssen, dass man sie aufklären muss, dass sie in ihrer Sprache, in ihren Medien auch abholen muss, dass man sie dann begleiten muss und das auch nicht, das ist schlimm für Betroffene, das ist schlimm für Angehörige, die Huntington-Krankheit, aber genauso gut für die jungen Menschen, die damit aufwachsen, die das sehen und auch selber ihre eigene Unterstützung benötigen. Und das einfach, die Aufklärung ist das eine, aber auch die Unterstützung zu bekommen oder den Kontakt mit Gleichgesinnten, vielleicht auch schon mal zu früh zu einem Arzt gehen, mit dem ich reden kann, meine Fragen einfach stellen kann. Und das ist auch meine Motivation, da jetzt viel zu verändern. Für junge Menschen und für die einfach auch die den Zugang zum System heute gar nicht haben. Es gibt so viele tolle Unterstützung inzwischen. Es gibt Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen, sich aufklären zu lassen. Finanziell, juristisch, viele, viele Aspekte, sozial, wird alle abgedeckt. Aber es gibt noch viele Menschen, die den Schritt nicht wagen, die aus der Konfrontation, aus Situationen für sich selber noch in der Enge noch stecken und den Schritt nicht gehen und auf andere zugehen oder sich die Hilfe holen, die da ist. Und das finde ich einfach sehr, sehr schlimm, dass die Menschen draußen alleine sind, dass sie hilflos sind, dass sie nicht die Unterstützung haben, die da ist und vielleicht den ein oder andere den Weg gehen würde, den mein Bruder gegangen ist. Aus Unwissenheit. Und das ist heute nicht mehr nötig. Es gibt ganz viel Hoffnung. Es gibt draußen auf der Welt hunderte, tausende Forscher, die jeden Tag in ihre Reagenzgläser gucken, die tolle Ideen haben, die wirklich schlaue Hirne sind, die sich auch der Huntington-Gemeinschaft so verbunden fühlen, dass sie dafür was finden wollen, dass sie diese große Bedürfnisse, die die Gemeinschaft hat, endlich was zu haben, was den Krankheitsverlauf stoppt oder zumindest mal verlangsamt. Von Heilung will ich gar nicht sprechen, so ein großes Wort, aber einfach was den Menschen hilft, um länger ein gutes, ein gesundes Leben zu führen. Und da arbeiten viele schlaue Köpfe dran, denen bin ich auch mega, mega dankbar, dass es die gibt und das ist keine Hürde mehr, auch für Pharmaunternehmen, die Huntington-Krankheit. Wir sind die Krankheit, wir wissen, an welchem Gen es bei uns liegt und von daher sind wir eine Modellkrankheit auch für andere Krankheiten. Und schön, wenn sie bei uns zuerst was finden, das ist ja gut für uns, aber wenn man dann auch noch anderen helfen kann, ist das ja umso besser.
Also was ich wahrnehme, ist einfach durch den Zugriff auf Informationen, auf Medien, es passiert so viel mehr, auch international. Man kann ja in all den Gruppen und Seiten nicht nur die deutschen Informationen finden, sondern rucki zucki habe ich die aus Amerika und aus anderen Ländern und kriege das alles. Es ist, kann falsch sein, kann zu viel sein, kann auch das wieder kann belastend sein, was ich da alles an Informationen bekomme und was filter ich wie, was verstehe ich wie. Das ist schon too much. Von daher ist es ganz wichtig, die richtigen und die guten und die positiven Informationen zu finden, ohne das, die Wahrheit zu verschönen. Darum geht es ja gar nicht. Wir wollen ja nichts unter den Teppich kehren. Das wollen wir nicht. Aber einfach der Zug auf Informationen ist viel, viel einfacher. Der kann erschreckend sein, das glaube ich gleich. Von daher ist es umso wichtiger, dass wir halt dass es vertrauenswürdige Seiten gibt, dass es gute Seiten gibt. Und die publizieren wir auch ja sehr gerne. Es gibt die Jugendseite, es gibt HDO, es gibt HDBars, wo man Forschung nachlesen kann, die unsere eigene Seite selber und unsere treffen. Und ja, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Und ich kann wirklich nur jeden ermuntern, da vorbeizukommen, sich anzugucken. Ich sage aber gleichzeitig nur so viel in dem Maß, wie man es verarbeiten kann für sich selber. Und dann wiederkommen, wenn die Zeit wieder da ist. Aber bitte nicht den Kopf in den Sand stecken. Vorbeikommen. Wir sind für jeden da, wir haben für jeden ein offenes Ohr und keiner ist alleine. Also ich hatte die Situation nach meinem Ergebnis vom Gentest, dass Menschen sagten, jetzt bist du ja befreit, jetzt hast du damit gar nichts mehr zu tun, jetzt ist dein Leben ohne Huntington. Und das habe ich nie so empfunden. Also es war zum einen, ich kannte ja viele andere Menschen aus den Treffen, aus den Veranstaltungen früher, die ich ja weiterhin gesehen habe, die waren ja da und ich habe die weiterhin um mich herum gehabt, die beobachtet. Aber gleichermaßen habe ich ja auch meine Familie, die war ja auch noch da zu der Zeit. Das hat nicht aufgehört. Was ich sagen kann, ist, was sich für mich geändert hat, ist, dass ich dann zum ersten Mal für mich gesagt habe, ich kann drüber reden. Das habe ich bewusst damals verdrängt oder auch nicht getan, öffentlich zu werden. Ich habe es erst mit meinem negativen Ergebnis, weil ich auch wirklich mich selber schützen wollte. Ich wollte nicht, dass ein Arbeitgeber was über mich nachlesen kann und welche Möglichkeiten ich da in meiner Zukunft hätte, wenn ich erkranken sollte, wie es für mich weitergehen würde. Das wollte ich nicht, dass es jemand nachlesen kann. Von daher war das eine bewusste Entscheidung, das nicht zu tun. Jetzt habe ich ja die Gewissheit, das nicht zu haben und bin auch jetzt in der Öffentlichkeit. Ich kann jeden verstehen, der das nicht will, für sich selber. Man darf nicht diskriminiert werden wegen seiner Gene, das ist nicht erlaubt, aber ein Arbeitgeber findet auch andere Gründe. Von daher Hut ab für jedem, der die Möglichkeit hat und nutzt, öffentlich zu werden, der den Mut dazu hat. Ich kann jeden verstehen, der es nicht tut, wie gesagt, für sich selber, aber auch um das familiäre Umfeld zu schützen. Wenn sich ein Geschwister öffnet und dann kann man ja auch wirklich mit 1 und 1 nachzählen, 50% Risiko, wer denn noch? Das ist einfach, wenn mein Bruder noch da wäre, ich würde öffentlich gehen, dann ist er ab sofort mit drin. Das geht nicht. Da muss man als Familie dann wirklich gemeinschaftlich sagen, jawohl, wir machen das, dann ist das wieder in Ordnung. Aber ich kann das nicht tun, wenn er es nicht akzeptieren würde. Das funktioniert nicht. Wirklich das Thema Öffentlichkeit, ich habe es lange verdrängt und ich kann es verstehen, wer es nicht macht. Aber wenn nicht wir, wer denn dann? Also wer will über Huntington sprechen, über das Leben mit Huntington sprechen, wenn nicht die Familien selber? Von daher, wir brauchen die den Mut haben, vor die Kamera zu treten. Und das wäre toll, wenn wir davon noch mehr finden.